gefroren hier. Das ist natürlich nicht gut für das Gebäude. Hier steht richtig das Wasser im Kühlschrank. Also Wasser ist natürlich der schlimmste Feind für so ein Gebäude. Hier wird wahrscheinlich durch das Fenster. Ja, das ist nicht richtig dicht. So weiß ich, dass so viele sagen, hier der Container, das ist ein Schandfleck und das ist furchtbar. Das ist einfach so, dadurch, dass die jetzt auch schon 20 Jahre alt sind. Wir haben jedenfalls jetzt erkannt, dass die Unterkünfte nicht mehr dem Stand der Zeit entsprechen und auch nicht den Bedürfnissen der Menschen und dass es im Grunde für eine menschenwürdige Unterbringung nicht mehr geeignet ist. Wir haben vor, jetzt Ende Mai die Asylbewerber, die dort untergebracht sind, in eine feste Unterkunft unterzubringen. Und dafür wird in absehbarer Zeit diese Containeranlage nicht mehr benötigt werden, also kann auch dann abgebaut werden. Man sieht es ja, sind die Jahre gekommen, muss langsam weg dann. Könnte auch sein, dass hier ein Loch drunter ist, das vermute ich, weil hier eine Platte liegt, die etwas fester ist. Wir müssen natürlich, wenn das Gebäude ins Museum kommt, das Gebäude erstmal auch zwischenlagern und alle Schäden feststellen. Hier sieht man das ganz gut, dass durch dieses Wasser also sehr viele Rostschäden schon entstanden sind. Und bevor wir das Gebäude komplett neu aufstellen, muss das natürlich alles auch restauriert werden und so gemacht werden, dass wir das langfristig wieder den Besuchern zeigen können. Hey, hier in der Mitte sitzt der eine. Wir sind jetzt dabei mit der Löschgruppe von Tipps auf Herten, die sich sehr netterweise dazu bereit erklärt haben, das Gebäude, die Container zu demontieren, und zwar hauptsächlich den Flurcontainer. Sie machen schon auf, ne? Ja. Sie sehen den Zustand der Container und die Unterbringung von Menschen in diesen Containern gestaltete sich zunehmend etwas schwieriger. Die sanitären Bedingungen wurden im Laufe der Jahre nicht besser. Wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit unserer Nachbarstadt, der Stadt Linnich, die Möglichkeit geschaffen, die Asylbewerber in einer ehemaligen Kaserne unterzubringen. Dort sind die Bedingungen einfach besser. Was ist dahinter? Mit der Telefonnummer? Anfang
1991 hatten wir schon so circa 100 Asylbewerber aufgenommen, auch hier untergebracht, war aber absehbar, auch laut Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, laut dieser Zuweisungsstatistik, dass dann mit 200 Asylbewerber in nächster Zeit zu rechnen waren. Da mussten kurzfristig dann auch neue Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Und da Baumaßnahmen zu teuer bzw. zu langwierig waren, haben wir uns entschieden, dann Containeranlagen, Wohncontainer dann hier zu errichten. Die Containeranlagen waren ja im Grunde aus Zeiten, wo wir teilweise bis zu 200 Bewerber unterbringen mussten. Das waren ganz andere Dimensionen als heute, wenn Sie 10 oder 11 haben. Waren auch ursprünglich nur als Provisorien angedacht. Die Fundamente mussten gemacht werden, das alles andere war. Innerhalb von einer Woche war so eine Containeranlage fertig. Das waren fertige Auflieger, containermäßig, wie dann sagen wir jetzt so die LKW-Container, 2,50 Meter mal 2,50 Meter, die normale Maße, die auf LKWs draufpassen. Und dann konnte schon Anfang 1992 dann mit der Unterbringung der Asylbewerber begonnen werden. Wir kriegen in der Regel 2 bis 3 Wochen vorher eine Ankündigung von der Bezirksregierung, dass eine erneute Zuweisung durchgeführt wird. Da finden Sie dann aber nur allgemeine Personendaten, Name, Geburtsdatum, wenn es vorhanden ist. Und dann an dem Morgen stehen diese Menschen dann im Grunde vor der Bürotür und warten darauf, dass sie versorgt werden. Dann bekommt jeder Asylbewerber von uns halt eine Ausstattung mit Topf, mit Pfanne, mit Geschirr, mit Besteck, dann halt auch immer wieder frisches Bettwäsche, dann Kopfkissen und Deckbett auch neu. Wir haben hier Asylbewerber in den Containern drin, die sind, glaube ich, schon 10, 12 Jahre drin. Sie sehen hier die Containeranlage der Gemeinde Titz, Ortschaft Oberten, die 1991 errichtet wurde. Die ursprüngliche Auslegung war für insgesamt 20 Asylbewerber vorgesehen, pro Raum 4 Personen. Wir können gerne mal einen zurzeit nicht belegten Raum aufsuchen. Ist noch offen. Die Wohnräume oder Wohncontainer waren ausgestattet mit jeweils 2 Etagenbetten für 4 Personen, ein kleiner Tisch, 4 Stühle und 2 Schränke bzw. Doppelspinde für auch 4 Personen. Dann haben wir hier eine Kochecke mit Kühlschrank und Spüle. Heizung ist immer noch die relativ teure Stromheizung, Elektroheizung. Das wären hier die Räumlichkeiten. Die Fenster haben sich selber verklebt. Es waren ursprünglich mal Gardinen davor als Provisorium, die aber dann nicht mehr lange gehalten haben. So, dann zeige ich Ihnen jetzt nochmal die Sanitäranlage von außen. Gleicher Aufbau wie innen. 2 Handwaschbecken, Spiegel, Dusche, Warmwasserboiler, die Waschmaschine, die Toiletten, hier die Elektroheizung wieder. So, sonst wird gleich im Innen und sehr sauber hier drinnen. Ich bin Kawa Abbas, ich komme aus Irak. Seit 1997 bin ich in Deutschland. 2008 habe ich Aufenthalt gekriegt. Dann habe ich feste Arbeit seit 4 Jahren. Ich war jung. Immer sage ich, ich fliege nach Deutschland, ich komme nach Deutschland, ich liebe Deutschland. Deswegen hier gekommen. Weil in Irak Krieg und so. Schwer zu leben. Nach Deutschland gekommen. Familie alles in Irak. Und ein paar Tage da mit LKW war. In LKW hinten verstecken drinnen. Habe ich bezahlt Geld natürlich früher. 4.000 bis 5.000 Dollar habe ich bezahlt früher für LKW-Fahrer. Unegal gekommen. Ja. Bis Karlsruhe.
Ich war einen Tag in Karlsruhe, eine Nacht und dann Transfer gekommen nach Köln. Eine Woche in Köln, wieder bei Gericht und dann Transfer nach Düren. Es gibt Asylheim in Düren, das große Asylheim. Ich glaube jetzt nicht mehr. 3 Monate ich war da. Und dann wird Transfer nach hier, nach Wuppertal. Und viele Leute hier gekommen. Viel aus Irak, aus Afrika, aus Algerien, aus Türkei. Jeder kommt, seinen Aufenthalt gekriegt, weg. Aber 2008 habe ich nicht gekriegt. 2008 habe ich gekriegt, ich bin hier geblieben. Deswegen, ich kenne Leute hier. Ja. Ja, habe ich gar nichts mitgenommen. Nur mein Personalausweis. Aber in Asylheim habe ich gekriegt. Hemd, Hose und so habe ich gekriegt. Weil geben geschenkt da. Ja, habe ich das gekriegt. Jede Woche war 18 D-Mark, ich glaube, habe ich auch gekriegt. Einmal in der Woche. Ja, und dann Transfer nach hier gekommen. 390 Mark habe ich gekriegt, jeden Monat. Ja, war ganz voll früher. In Zimmer 4 Leute drinnen, jedes Zimmer. Mit Reise 2 Etagen. 4 Bett war hier drin. Container war voll. Am Anfang war es auch so, dass man immer wieder gesagt hat, wir brauchen eine Wohnung oder hier kann man nicht wohnen. Hier ist es so wie ein Ziegenstall. Ja, ein Schaf oder ein Esel wohnt besser wie ich und das möchte ich einfach alles gar nicht mehr. Aber weil halt auch das Asyl langsam etwas verringert wurde. Am Anfang waren es über 50, die wir betreuten. Und im Nachhinein wurde dann pro Container 2 oder dann einer nur noch. Und dann ist es dann so schon entstanden, dass schon das Gefühl, nicht mehr so bedrängt aufeinander zu wohnen, schon anders wurde. Von 2008, ich bin alleine hier drin, im Zimmer. Habe ich Aufenthalt gekriegt, habe gesagt, jetzt ist meine Container hier. Weil die Gemeinde auch hat für mich gesagt, wie Hausmeister bist du hier, wenn etwas kaputt, Problem, sagst du uns Bescheid. Ja, ich bin total zufrieden hier. Und ich bezahle Miete auch hier. 114 Euro Miete bezahlen jeden Monat. Es ist warm, alles drinnen. Ja, habe ich hier Farbe gemacht und habe ich Mobilien gekauft, habe ich reingemacht. Alles habe ich selber gemacht. Auch die Wohnlage für ihn ist ja optimal, weil es so traumhaft schön hier aussieht. Und dann bin ich wieder zu der Frau Hermanns hin und zu dem Herrn Schuhmacher und habe gefragt, ob wir dieses Zimmer dann auch renovieren dürfen. Und die haben dem auch zugestimmt und dann haben wir dann Farbe geholt und Sachen, um das einigermaßen schön zu gestalten. Familie Porzhaut hat mir viel geholfen. Ja, weil alleine hier ein bisschen schwer. Man hat so keine Familie oder Bekannte oder Nachbarn auch hat mir viel geholfen, unsere Nachbarn. Das war eigentlich für uns von Anfang an eine unproblematische Sache. Man macht sich da am Anfang immer möglicherweise Vorstellungen, wie das denn so sein könnte. Aber wenn man ja offen gegenüber seinen Mitmenschen ist, dann klappt das eigentlich. Ich fand es eigentlich eine angenehme Nachbarschaft, ja. Ne? Bis auf gut, ich vergesse die negativen Dinge ganz gerne so mal. Dieser Container ist einfach ein Ding, das hat kein Fundament, das hat keine Wurzeln. So, hier so ein Gebäude, das hat ein Fundament, da kannst du sagen, hier bleibst du. Oder wenn du dir selber was baust. Aber das ist einfach nur so ein Übergangsding. Ne? So muss man das sehen. Ne? Wenn man das so sieht, den kann man an Haken hängen und mitnehmen. Und in der Situation sind die Leute dann hier. Bis auf Abbas, der sich eigentlich damit wirklich gut abgefunden und den gerne hier bleiben möchte. Ich habe Ruhe hier. Keiner stört mich. Zweite Heimat ist hier für mich. Das ist viel zu schwer entscheiden, nach Heimat zurück. Weil ich bin hier so lange hier. Gelernt mit Leuten, Kultur hier habe ich gelernt.
Das ist schon wieder zurück. Das ist von der Lampe. Ach so, alles klar. Die Skepsis der Menschen, die hier leben, war anfänglich sicherlich vorhanden, aber im Laufe der Jahre hat sich das deutlich gebessert. Der Container ist in den letzten Jahren sicherlich zum Bestandteil dieses Ortes gewesen, aber ich glaube, es fand eher ein Nebeneinanderherleben statt als ein Miteinanderleben. Die Menschen kannten wir zum Schluss nicht, weil halt hier doch ein starker Wechsel drin war. Und die letzten, die hier gewohnt haben, haben wir an für sich nicht gekannt, nein. Wir müssen gleich eine Ecke anfangen und vorsichtig abziehen. Ich bin immer so ungeduldig, nur warte mal ab. Mann, ey, da! Das geht, aber das wirft uns beim Zeitplan zurück. Pass auf, ich hab schon wieder die Fuß. Wenn die Asylbewerber das wirklich wollen, ist es also schon möglich, dass die da integriert werden. Aber das gibt es heute fast gar nicht mehr. Dass die sind mehr so für sich und das bleibt auch so. Da ist so dieses Interesse erstens mal hier von der Bevölkerung nicht mehr so da, aber vor allen Dingen auch, weil unsere Asylbewerber nicht mehr so auf diese Einheimischen zugehen. Man muss sich ja mal in die Lage versetzen. Da ist jemand, der aus seinem Heimatland geflohen ist, weil er sich politisch verfolgt fühlt, weil er Angst um Leib und Leben hat, ist sehr, sehr weit geflohen, hat unter Umständen auch Wege und Mittel in Kauf nehmen müssen, die nicht ungefährlich gewesen sind. Denken Sie an die Überquerung des Mittelmeeres zum Beispiel. Und der steht dann hier vor Behördenmitarbeitern und hat womöglich die Erfahrung gemacht, dass in seinem eigenen Land Behördenmitarbeiter ihm nach dem Leben trachten. Also das ist eine sehr für ihn sicherlich konfuse und sehr spezielle Situation. Da muss man mit Fingerspitzengefühl dran gehen. Ich weiß, wir haben Asylbewerber gehabt, die in einem Container untergebracht waren, wo die Länder halt Krieg miteinander führten und die sich in diesem kleinen Raum so gut verstanden haben, wo ich genau weiß, dass die auch heute noch so eine intensive Freundschaft miteinander pflegen, auch halt mit diesen Familien. Das war für uns als Außenstehende irgendwo gar nicht begreiflich. Wir haben also wirklich immer nur geguckt und haben gesagt, das gibt es nicht. Die Problematik ist natürlich, wenn so viele verschiedene Leute da einziehen, dass sich keiner verantwortlich fühlt. Jeder kocht da sein eigenes Süppchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der eine mit Hühnern, der andere mit Reis, der andere mit was weiß ich was drin. Und dann ist das schwierig, da so, wie soll ich mal sagen, so eine Atmosphäre drumherum zu entwickeln, wo jeder sagt, ach, das ist schön, weil jeder will so sein eigenes Gärtchen haben. Wenn die Leute hier hinkommen, dass jemand da gewesen wäre, die den Leuten vielleicht in ihrer Landessprache was vermittelt und sagt, Leute, jetzt seid ihr hier in Operten und die Anbindung von Operten nach Düren, so gut wie fährt einmal, dreimal, viermal am Tag ein Bus, da habe ich immer gedacht, da müsste jemand sein, der die Leute auch ein bisschen an die Hand nimmt, ne? Und sagt mal so, besucht sie zweimal die Woche oder so. Da kommst du dran vorbei. Was ist denn, wenn wir den...
Nee, normalerweise, das ist ein separater Container. Ja, ist die Frage, wir kriegen die Schraube aber sonst unten nicht raus. Das ist das Problem. Ach so. Hä? Doch. Ja. Herrlich, danke. Ich wollte jetzt von innen die Verantwortung halten, aber ich glaube, ich fange auf. Langsam runter. Weiter, langsam kommen lassen. Nicht der Schraube. Ja. Moment. Hier hinten rum. Um dann mit den Leuten Kontakt oder sofort in Kontakt zu treten, wenn wir untergebracht haben. Einmal, wo sind die Einkaufsmöglichkeiten? Dann ganz einfach, wie ist der Müll hier zu trennen in Deutschland? Wo sind die verschiedenen Tonnen, auch mit gelbe Tonne, Restmülltonne, Papier und so weiter. Das war Sache des Hausmeisters. Wenn irgendeiner was braucht, wenn er Probleme hat, sind einige drin, die halt auch bei Problemen zu mir kommen, dann heißt es immer, Mama, ich habe eine Frage. Aber dann muss man halt gucken, wie man das irgendwie auf die Reihe bekommt. Sei es Probleme im Container, in der Unterkunft, dass da irgendwas zu reparieren ist oder so. Ich bin halt da Ansprechpunkt und gebe es dann weiter. Wenn man das so betrachten möchte, zerfällt das Asylverfahren in zwei Bereiche. Bekommt jemand Asyl nach Artikel 16 des Grundgesetzes, das ist ja ein Kataloggrundrecht. Und die andere Frage ist, wo ist derjenige während dieser Zeit untergebracht und wie wird er versorgt? Und die Frage, wo untergebracht und wie versorgt, ist Aufgabe der Gemeinde. In Nordrhein-Westfalen ist es eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Und das Asylverfahren wird zentral abgewickelt über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das ist dort konzentriert. Und diese Behörde kümmert sich nur darum, zu prüfen, liegen die Asylvoraussetzungen vor, ja oder nein. Also ganz ehrlich, teilweise hatte ich auch richtig Mitleid, wenn die dann so da in ihrem Raum abgeladen wurden. Und dann wurde denen noch was erklärt und man drehte sich um. Und hat nur gedacht, hoffentlich kommt keine Rückfrage mehr und weg. Ne? Das war schon, nee. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwo in der Situation in ein fremdes Land reinkomme und dann in sowas wohnen muss, nee, müsste nicht sein. Die Asylquote ist im Moment sowieso relativ gering, allein dadurch, dass es eine sichere Drittstaatenregelung gibt. Also wenn Asylbewerber über Staaten der Europäischen Union einreisen, gelten diese Länder als sicher, gleiches Asylniveau wie bei uns. Und die meisten kommen nicht bis hier, sondern werden bereits anderswo mit Asyl bedacht. Der arme Mitbewohner, hat kein Zuhause mehr. Ich wüsste, wer das war. Der Container ist sicherlich ein Spiegel seiner Zeit. Also diese Probleme mit großen Flüchtlingsströmen hatten alle Kommunen und mussten sich schnell und zügig behelfen. Und aus der Zeit stammen eben halt noch diese Containeranlagen. Und deswegen sollte man den Container nicht einfach entsorgen, sondern ihn zeigen. Und warum soll das Freilichtmuseum in Kommandant nicht machen? Das ist eigentlich der richtige Ort dafür. Ich habe anfangs zu mir selber gesagt, ich habe es nicht verstanden, wenn man das Ding kennt, dass das nochmal aufgebaut wird, irgendwo. Inzwischen habe ich mich damit angefreundet, da ich auch sehr oft so in Kommern bin, um ganz einfach mal einen Sonntagnachmittag oder so zu verbringen.
es gehört mit in diese Zeit rein, muss ich ehrlich sagen. Das hat es auch gegeben. Die waren nicht immer nur in Wohnungen und so untergebracht, sondern das waren halt Leute, die zu uns ins Land kamen, um hier halt irgendwie sich sicher zu fühlen. Und das sicherlich nicht gerade der schönste Abschnitt in ihrem Leben war da. Und das jetzt ins Museum ist keine schlechte Sache, muss ich ehrlich sagen. Möchtest du das sagen? Ja, wenn wir es als Dokument der Zeitgeschichte nehmen, ist es natürlich sehr wichtig. Weiß Gott, ob wir in 20 Jahren das nochmal den Kindern vermitteln können. Und wenn sie ein Objekt haben, mit denen, mehr wie 1000 Worte, wie es so schön heißt, und besser kann man es nicht verdeutlichen. Ne? Das Leben von diesen Menschen kann man dann so ein bisschen nachfühlen. Und ich finde es wichtig für die ganze Menschheit, mal zu erkennen, was es heißt, entwurzelt zu werden, in so einem Container anzukommen, völlig entwurzelt dazustehen und dann nochmal einen neuen Start zu finden, der oft genug sehr, sehr schwer ist in einem anderen Land. Er zeigt auch die 20 Jahre Gebrauch und auch Abnutzung, die der Container erfahren hat. Es sind ja nicht nur immer schöne und erinnernswerte Dinge passiert, sondern es hat auch Konflikte in dem Container gegeben, Schicksale, Menschen, die verzweifelt gewesen sind. Und all das spiegelt sich halt auch in dieser Abnutzung wieder irgendwo. Wenn man sich da ein bisschen mit befasst, ist es durchaus wirklich wichtig. Ne? Auch wenn man hier mit den Leuten spricht, ja, dass die sich ausgerechnet diesen Schandfleck aussuchen. Ja. Also das ist vielleicht ein Schandfleck für die Leute, die ihr Leben anders einteilen können. Aber ich würde das gar nicht so als Schandfleck sehen. Es ist wirklich, ne, so wie du gesagt hast, das ist ein Stück Zeitgeschichte, was man so aufbewahren kann. Musik.